Guten Morgen Leute, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Wir haben heute den 9. November, 8.38 Uhr. Oh Scheiße, das heißt, ich habe nur noch 7 Minuten, um mich fertig zu machen. Läuft bei mir. Ich fahre nämlich jetzt gleich nach Köln und zwar geht's endlich zum Friseur. Ihr denkt wahrscheinlich so, wie endlich zum Friseur, du warst doch ungefähr erst gestern. Aber nein, es ist jetzt wirklich schon, wie lange her? 3,5 Monate oder so, wo ich mir die Extensions habe machen lassen und die sind jetzt halt mega weit rausgewachsen und stören mich auch total. Deswegen kriege ich heute neue und ich freue mich. Ich hatte ja eigentlich überlegt, dass ich mir keine Extensions mehr mache, aber ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, neu die machen zu lassen. Ich habe mir gerade Kacke ins Gesicht geschmiert, schön, ne? Weil ich einfach so gut mit denen zurechtgekommen bin und die einfach so gerne mag. Falls ihr euch fragt, was ich mir jetzt hier gerade ins Gesicht schmiere, das hier ist ein ganz interessantes Produkt, was ich im Moment sehr gerne nutze, wenn ich ganz schnell aus dem Haus muss, weil es einfach ja, schnell geht und das Gesicht direkt auch abpudert und alles. Das ist von Assam Beauty oder wie das heißt, nee, M. Assam, die Magic Finish, das Magic Finish Make-up. Und ihr habt ja gesehen, wie dunkel das war, aber wenn man das verreibt, dann passt sich das so der Haut an und man sieht direkt irgendwie ein bisschen frischer aus, ein bisschen mattierter und ja, irgendwie sieht die Haut dann immer voll schön aus. Deckt aber jetzt halt nicht krass ab wie eine Foundation. Das ist halt wirklich so ein ganz schnelles Go-To-Produkt, wenn man spät dran ist, genau. Ja, auf jeden Fall steht heute für mich Friseur auf dem Plan. Oh, da freue ich mich sehr drüber, weil ich eigentlich schon längst hin wollte und mir die Extensions neu machen lassen wollte. Aber der Friseur hatte einen Wasserschaden und der Laden war jetzt die ganze Zeit geschlossen und ich konnte da nicht hin. Deswegen musste ich warten, aber heute ist jetzt endlich die Zeit gekommen. Ja, ansonsten waren jetzt die letzten Tage eigentlich mal richtig schön. Ich habe auch mal so ein bisschen ja, Zeit für mich gehabt. Und zwar habe ich viel mit meiner Familie gemacht. Ich war zum Beispiel mit meiner Mutter und meiner zukünftigen Schwägerin ein Brautkleid aussuchen. Und oh, das war so schön, Leute. Das hat so Spaß gemacht. Da kriegt man ja direkt auch Lust, sich eins auszusuchen. Ich habe auch schon mal so ein bisschen geguckt. Keine Angst, es ist nichts in Planung, aber ich denke, jeder von uns kennt das, wenn man mal in einem Brautmodenladen ist, wo man ja vielleicht jetzt nicht unbedingt jeden Tag reingeht, dann guckt man ja auch schon mal selbst so ein bisschen, ne? Und oh mein Gott, da gab es einfach so schöne Kleider. Ich hätte da allein schon ja, 5 gesehen, die ich unbedingt gerne angezogen hätte. So, 8.48 Uhr, ich bin fertig und ich muss jetzt auch dringend los. Bedeutet, ich habe 10 Minuten gebraucht für mein Make-up und ich muss hier noch was wegmachen. Also, bis gleich. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger hier wieder beim Friseur. Und schaut mal, meine Extensions sind raus. Das sind meine Haare. Sind auch ein ganz gutes Stück gewachsen. Als ich die Extensions reingemacht bekommen habe, waren die so kurz. Das heißt, so viel in 3,5 Monaten. Das ist eigentlich ganz cool. Die sind natürlich dünner an den Spitzen, weil die ja nicht geschnitten werden, damit die sich besser mit den Extensions verblenden. Aber generell sonst ist alles in Ordnung, wie ihr sehen könnt. So, und jetzt werden die Haare gewaschen und dann kriege ich auch wieder die neuen Extensions rein. Die liegen hier übrigens. So sieht das Ganze dann aus. Und ich habe übrigens auch Milo mitgenommen. Ich habe ihm extra eine Decke mitgenommen, damit er da liegen kann. So, Stunden später, wir haben jetzt schon 3 Uhr, habe ich jetzt meine Extensions drin. Schaut euch mal an, wie lang die erstmal noch sind. Die gehen mir hier fast bis zur Hüfte, richtig heftig. Bleibt natürlich nicht so lang, keine Angst. Und die werden natürlich auch noch angepasst und so, aber das ist schon krass, so lange Haare. Heftig. Hi Leute, guten Morgen, beziehungsweise, boah, ich glaube, wir haben schon Mittag. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich habe jetzt
den Tag, wo ich beim Friseur war, nicht mehr gevloggt und Freitag auch nicht. Heute haben wir Samstag, also 2 Tage später. Ja, es wird irgendwie doch recht spät und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich mich eigentlich nur noch auf die Couch gelegt und das war's. Deswegen habe ich nichts mehr gevloggt. Gestern habe ich den ganzen Tag gedreht und zwar habe ich gebastelt für mein Sonntagsvideo und da konnte ich irgendwie auch nicht richtig vloggen und deswegen, ja, sehen wir uns erst heute wieder. Ich wollte euch natürlich mal eben das, oh ja, ich bin hier in pinken Pullover und pinker Jogginghose. Ich wollte euch mal das Endergebnis von den Haaren zeigen. Also das ist ja jetzt keine Veränderung. Ich habe ja das gleiche machen lassen wie vorher auch. Jetzt gerade sind die Haare wieder ziemlich grau, aber ihr kennt das ja mittlerweile. Ich lasse die immer erstmal so ziemlich grau machen, dann wäscht sich das raus. Und dann hat man halt zum Schluss so ein Blond, was aber silbrig schimmert. Und das finde ich immer ganz schön. Anfangs sieht es halt immer noch ein bisschen Granny-mäßig aus, aber ja, ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Ansonsten bin ich wieder super happy. Also die Haare sehen einfach nur toll aus. Es kann sein, dass die sogar diesmal ein bisschen länger sind. War eigentlich jetzt nicht beabsichtigt. Ich hatte halt diesen Umhang an beim Friseur. Und dann hat sie gesagt, wie viel soll ich abschneiden? Hier, ich so, ja, sieht gut aus. Und ja, irgendwie sind sie diesmal wohl länger geworden, weil ich das nicht so richtig sehen konnte. Ja, so viel dazu. Also absolute Empfehlung. Ich kann es immer wieder nur sagen, wenn ihr aus dem Raum Köln kommt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Friseurkunst Ondé vorbei. Denn ja, ich bin einfach super happy. Man wird halt auch immer so richtig versorgt, das finde ich so schön. Ich kriege immer Brote geschmiert, ich kriege dann Brötchen, ich kriege Süßigkeiten, ich kriege Tee, ich kriege Wasser, ich kriege Kaffee, alles, weil es dauert natürlich auch wirklich eine sehr lange Zeit. Das wäre es erstmal zu meinen Haaren. Wie gesagt, ich habe gestern gebastelt und zwar habe ich 3 verschiedene Do-It-Yourself Adventskalender gemacht. Ja, und dafür habe ich mich jetzt gerade nochmal kurz fertig gemacht, denn mir fehlen noch ein paar Szenen. Ich muss noch das Intro und Outro drehen, das kennt ihr ja auch mittlerweile. Und ich zeige euch auch einige Ideen, womit ihr denn die Adventskalender befüllen könnt. Also für Männlein, für Weiblein. Und ich zeige euch einige Ideen, womit ihr denn die Adventskalender überhaupt befüllen könnt. Denn das ist ja auch immer so eine Frage. Da habe ich einige Ideen für Frauen, für Männer, für Jungs, für Mädchen und so weiter. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Kathi, Mitte November müssen da jetzt echt schon Weihnachtsvideos sein. So Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich ja gerade das Intro und Outro gedreht. Habe mich jetzt gerade mal wieder halb ausgezogen, weil mir wird so warm. Es ist immer so blöd mit den Studiolichtern, wenn man dann Pullover anhat, dann schwitzt man voll. Auf jeden Fall drehe ich jetzt noch hier so ein paar Ideen, womit man den Adventskalender befüllen kann, ab. Da habe ich, glaube, 30? Genau, 30 Ideen. Ja, die sind halt in allen möglichen Preisklassen. Manches kriegst du halt für sehr wenig Geld. Manches kostet ein bisschen mehr, ist eigentlich für jeden was dabei, hoffe ich. Ja, und das drehe ich jetzt mal noch ab. Ich werde getragen. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von dem haarigen, gestreiften etwas. Wir haben 2:30. Einen wunderschönen guten Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Boah, was? Boah, Leute, mit dem kann man überhaupt nicht mehr vloggen. Das wird noch lustig, wenn wir erstmal vloggen müssen anfangen. Weil so kann man mit mir nicht mehr vloggen, hör mal. Weil du nur Unsinn erzählst. Ja, das müsste ja auch manchmal sein, neben den ganzen ernsten Themen, die in diesen Vlogs hier angesprochen werden. Ich habe eigentlich noch nichts Ernstes erzählt. Wir haben auf jeden Fall jetzt gerade fertig gedreht. Genau. Und ich versuche jetzt gerade meinen Herren hier zu überreden, dass wir noch ein bisschen Fotos machen gehen draußen, auch wenn das Wetter beschissen ist und gerade auch verregnet. Yep. Naja, mit Fotos im Regen kennst du dich ja aus, ne? Bisschen blöd. Mit the hairs. Mit the hairs. Aber wir haben schon 2:30 und ab 4 ist schon fast dunkel. Wie süß, wenn Milo zuhört, wenn du redest. Ja. Rede nochmal, Milo hört immer zu. Also, so eine Instagram-Seite, die muss man ja regelmäßig füttern, ne, mit Infos. Und das Wort füttern. Wenn man seine Instagram-Seite nicht füttert, dann hat das natürlich negative Auswirkungen auf die Abonnentenanzahl und natürlich auch auf Futter, Milo! Weil ich muss das Ganze ja hier visuell festhalten. So, das trägst du hoch. Okay. Aber ach, dann auch noch zusammen, ne? Ohne Kamera, du fällst. Ich falle nicht. Nein. Nimm die Kabel.
Ich hab alles. Ich hab alles. Wir können. Ich fall nicht auf die Schnauze. Wow, Leute, gekonnt ist gekonnt. Ach, ich darf. Ja. Ich darf nicht in. Die Lampe fällt. Ich darf nicht in Katis Schneidebüro, Arbeitszimmer, wie auch immer, weil da irgendwelche Geschenke für mich drin sind, die wohl aber nicht für Weihnachten sind. Gar keine Geschenke sind für dich. Ach, was machst du denn hier, Kleine? So, ich halte nur die Kamera rein, weil ich selber darf ja nicht mit rein. Die Kamera draußen, hier sieht so schön okay. aus. Dann gehen wir mal wieder runter. Hey Milo. Kathi hat natürlich jetzt wieder Hunger. Und wir haben gestern so viel Chili con Carne gekocht, dass wir... Scheiße. Dass wir heute da auch noch was von essen können, beziehungsweise sie, weil ich muss mal ein bisschen diäten. Oh, das war der Käse. Wie viel ist es noch? Oh! Wir sind auch so geil. Jetzt haben wir tatsächlich die Lampen doch wieder runtergeholt, weil es hört einfach nicht auf zu regnen und es ist schon so dunkel jetzt draußen, wie man ja auch sehen kann. Und deswegen machen wir jetzt doch hier drin noch ein paar Fotos. Ich wollte einmal meine Haare fotografieren und dann machen wir jetzt ein süßes Pärchenfoto, der Schatz. Oder auch zwei. Oder auch zwei. Ja. Weil muss auch mal sein. Kann nicht sein, dass jeder immer nur Bilder von sich hochlädt. Nein, da müssen auch mal ein paar Pärchenbilder mit bei sein. Und wir haben ja das Glück, dass wir wunderschön aussehen. Deswegen, wir schämen uns ja nicht für unsere Optik. Oh okay, mein Gott. Du musst jetzt gut drauf achten, dass die Haare auch schön aussehen, Schatz. Kannst du dich mal irgendwie hinsetzen oder so? Irgendwie so machen. Ja, so. Reicht da nicht ein, hinten so bums fertig? Muss halt jetzt wieder hier so was Professionelles sein. Guck mal nicht so. Ja, Mann, Diggi. So, hier ist jetzt das Endergebnis, wenn Philipp versucht, meine Haare schön in Zähne zu setzen. Genau. Hast du gut gemacht, Schatz. Dankeschön. So, jetzt Pärchenfoto. Ich wollte einfach für mich im Ofen. Mein Sohn. Ich weiß, wie du meintest. Wie denn? Lass uns mal eben proben. Auch. 2000 Jahre später. So, wir fahren jetzt erstmal los, kurz noch was einkaufen. Und wir haben gerade beide unser Bild gepostet, was wir ja eben zusammen gemacht haben. Das hier ist das, was Philipp gepostet hat. Na, fokussiere. Ja, so, jetzt sieht man es, glaube ich. Sieht jetzt irgendwie ziemlich blau aus. Das hier ist meins. Das habe ich gepostet. Ja, und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das mal, wenn ihr solche ultra süßen Bilder nicht verpassen wollt. Richtig. Wie heißt du denn auf Instagram? Ich heiße Sunny. Wie heiße ich auf Instagram? Sunny Crockett. Ich gucke aber gerade nach der Schreibweise. Du weißt Nicole. Deine eigene Schreibweise nicht. Sunny_Crockett_. Das wird auch hier nochmal eingeblendet, damit man sich das besser merken kann. Und ja, ist the beauty to go, ne? Ist eigentlich klar. Echt? Ey, warte mal. Dumm, dumm, dumm. Oh no, sieht so schlimm aus. Ich habe keinen Platz mehr hier. Und die ganzen Studioleuchten sind sogar alle noch im Wohnzimmer. Also bevor ich mich jetzt hier hinsetze und schneide, muss ich erstmal aufräumen. Und ich nehme euch einfach mit. Dann seid ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen motiviert, bei euch aufzuräumen. Vielleicht sieht es bei euch ja auch genauso aus. Also räumt auf und guckt hier nicht irgendwelche Vlogs. Okay, war ein Scherz. Guckt lieber den Vlog.
geschafft. Es ist jetzt nicht perfekt, toll aufgeräumt, aber es sieht schon besser aus und so kann man auf jeden Fall hier arbeiten. So, der Schreibtisch ist wieder einigermaßen, der Schminktisch auch einigermaßen und der Boden ist wieder einigermaßen frei. So, und jetzt gehe ich aber auch wirklich mal an den PC und werde mal mein Video schneiden. So, ihr Lieben. Ich bin gerade dabei, Abendessen zu machen. Und zwar habe ich ja immer die ehrenvolle Aufgabe, wenn Kathi am Schneiden ist, dass ich mich ums Essen kümmern darf, was so ungeschriebenes Gesetz ist. Ich habe mir, ich bin immer noch ein bisschen K.O. von der Rennerei, ich bin gerade dabei, mir Hähnchen zu machen und Reis. Und Kathi habe ich dasselbe Angebot gemacht, aber sie wollte nicht. Und deswegen gibt es für Madame jetzt das hier. Das sind einfach Schnittchen mit Käseaufschnitt, roter Beete und einem Babybel. Man sagt immer, das Auge isst mit. In dem Fall würde ich einfach sagen, das Auge hat keinen Hunger, weil, ne, schön ist anders. Aber ist ja egal, es geht ja darum, dass Madame satt wird. So, und das bringen wir jetzt mal hoch. Bitteschön. Hast du Hunger? Ja, voll. Ich bringe dir noch eine Gabel. Ich habe gerade gesehen, die rote Beete da. Stimmt, die. Das wäre ein bisschen. Willst du nicht saurig. Mit Pfoten essen? Wäre ein bisschen saurig. Okay. Lass es dir schmecken. Bis gleich. Willst du mal hier so drauf klopfen? So, Leute, wir haben jetzt 12:30. Und ich bin jetzt soweit fertig mit dem Video und mit dem Thumbnail und werde jetzt diesen Vlog schneiden, damit er nämlich auch morgen früh online kommen kann. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen, wie immer. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Schaut auf jeden Fall auch bei meinen 3 Do-It-Yourself-Adventskalendern vorbei, falls ihr gerne einen selber machen möchtet und irgendwem schenken möchtet. Ja. Und dann sehen wir uns sehr bald mit einem neuen Vlog wieder. Tschüss!